Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen in der Loge des Schauspielhauses. Ich bin hier am 39. Tag seit Schließung unserer Theater und habe heute etwas ganz Besonderes für euch dabei. Und zwar ist es das verschollene Ende, die verschollene Zugabe unserer Show Adam vs. Eva. Die, die sie bereits gesehen haben, wissen ja, es geht darum, um die Tatsache, dass der erste Mensch unserer Meinung nach Eva war. Sie bekommt 4 Adam-Prototypen, soll sich einen aussuchen. Und der Herrgott selber erklärt mehrmals, dass er nie gesagt hat, die Frau soll dem Manne untertan sein, weil sie ja immerhin der erste Mensch war. Und wie Moses wohl auf die Idee kam, das aufzuschreiben. Das Ganze habe ich in einer Zugabe niedergeschrieben. Wir sehen gleich Moses und seine Frau Zippora. Die Szene ist aus dramaturgischen Gründen aus der Show rausgeflogen. Deswegen habe ich sie jetzt für euch nochmal aufgenommen. Ich werde den Moses spielen und auch die Zippora und wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem verschollenen Ende, quasi der X-Akte von Adam vs. Eva. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Zippora. Das ist hebräisch und bedeutet Vogel. Also nur so nebenbei, gell hier. Aber die meisten, die sagen Frau Moses zu mir. Ja, ich bin's wirklich. Moses, sagt Ihnen was, oder, gell? Der mit dem Bastkörbchen im Wasser oder mit dem brennenden Dornbusch und den 10 Gebote, ja? Und jetzt schreibt er gerade am Alten Testament hier. Naja, da ist er weg von der Straße, sag ich immer. Ach, Schatzi, da bist du ja. Sag mal, wolltest du heute nicht deine Mutter besuchen? Mein Mann schreibt am Buch der Bücher und ich besuche meine Mutter. So weit kommt's noch. Ich hab doch gerade erst. Wo waren wir dann stehen geblieben? Wolltest du uns was zu trinken? Ja, gleich. Jetzt komm, schreib. Und er schuf ein paar Tiere und Vögel und Fische. Von jedem Tier ein Paar, hieß es. Nicht ja, ein doch. Paar Tiere. Das ist von ein Von jedem Tier ein Paar. Paar groß. Von jedem Tier ein Paar ah, nein. Groß. Du sollst Paar groß schreiben. Zwei Stück, ein Paar. Wie ein Paar Schuhe oder ein Paar Ohrring. Das mit dem Paar kommt doch erst bei der Sintflut. Am Anfang war das schon mehr als nur Paar. Dann schreib viele Tiere. Er schuf viele Tiere. Nee, Quatsch. Was schreibe ich denn? Eva hat die Tiere ja geschaffen. Eva? Ah, du, die ist mir unsympathisch. Nach allem, was du erzählt hast, gell, hat an einem Tag mit 4 Kerlen rumgemacht, gell. Ich finde, du solltest die nicht so in den Mittelpunkt stellen. Schreib, Gott hat es alles erschaffen. Und dann Adam, den ersten Menschen. Was? Aber Eva war doch die der... Die sollte eine Freundin wünschen können. Dann wäre alles viel einfacher heute. Und was macht sie, das geile Luder? Schreib, Adam. Das kann doch eh keiner kontrollieren. In den 10 Geboten steht, du sollst nicht lügen. Ich bitte dich. Methusalem war 969 Jahre alt, als er bei der Sintflut abgenippelt ist, gell? Und er hat seinem Enkel Noah mindestens 20 verschiedene Versionen von der Schöpfungsgeschichte erzählt. Es ist also nicht gelogen, sondern nur eine alternative Realität. Schreib Adam, Punkt, ich will nichts mehr hören. Ist ja gut. Und jetzt gehen wir einkaufen. Jetzt? Ich bin Mitte im... Du bist immer Mitte von irgendwas, das läuft ja nicht weg. Ich bin erst am Anfang und ich werde keine 969 Jahre alt. Ah, deshalb helfe ich dir ja auch. Das Alte Testament von Zippora, Moses und Gatte. Und Gott sagte, macht euch die Erde untertan. Moses? Ich sag's nicht nochmal. Und das Weib soll dem Manne gehorchen. Ja. So viel für heute von uns. Wenn ihr Zeit und Lust habt, morgen könnt ihr euch Essen bei uns hier in der Rampensau bestellen und dann mit nach Hause nehmen. Wir haben Spargelsaison, wir haben sie eröffnet. Es gibt Spargelspezialitäten, lecker vom Rolf zubereitet, zum mit nach Hause nehmen. Einfach anrufen ab 17 Uhr, alles Nähere, auch die Karte kann man auf unserer Homepage oder auch auf Facebook, auf unserer Seite und in der Gruppe erfahren. Ich sage tschüss, macht's gut, bleibt gesund und hoffentlich bis irgendwann. Ciao. Und immer schön fröhlich bleiben.